Ja, hallo liebe Radfreunde, es war Karfreitag, 29. März 2024. Ursprünglich hatte ich mir für diesen Tag eine Tour in Schleswig-Holstein vorgenommen, bei schönem Wetter mit schönen Bildern. Und je näher der Tag kam, umso schlechter wurden die Prognosen. Ja, ich entschied mich dann, bei dem schlechten Wetter diese Tour nicht zu machen, sondern vor der Haustür eine Trainingsrunde zu drehen. Eine Runde, bei der ich sonst eigentlich keine Kamera dabei habe, aber ich dachte mir, okay, machst du darüber mal ein Filmchen über eine Alltagsrunde bei mir zu Hause. Ja, die Anmoderation ging dann erst einmal schief, was ich erst nachträglich bemerkte. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr ja sehen hier. Ja, also mache ich das jetzt mal nachträglich. Es wurde, wie gesagt, eine Trainingsrunde, bei der ich am Anfang nicht wusste, wo es dann genau hingeht. Grob die Richtung habe ich mir erstmal vorgenommen oder kannte ich, ja. Und dann habe ich mich einfach treiben lassen, so ein bisschen. Ja, seht selbst. Und nachträglich sage ich, auf geht's. Der erste Kilometer wäre jetzt rum. Ich habe mich entschlossen, erstmal die Elbe flussaufwärts zu fahren in Richtung Geesthacht. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Tour jetzt genau verlaufen wird. Also erstmal die Elbe hoch, wie gesagt. Dann überlege ich, ob ich dann entweder mit der Fähre von Hoopte nach Solln-Spieker fahre oder ob ich weiter elbeaufwärts fahre nach Geesthacht. Mal schauen. Ich mache das hier ganz spontan nach Tagesform. Ich quere jetzt hier die A1 und es geht jetzt weiter hier parallel zur Elbe entlang. Nach 4 Kilometern mal der Blick aufs Wetter. Wir haben jetzt so etwa 7, 8 Grad und bis zu 11 werden es heute noch werden. Ja, wie gesagt, wir haben ziemlich böigen Wind um die 20 bis 25 km/h. Dieser kommt aus Richtung Süd bis Südost und in 1 bis 2 Stunden soll auch ein bisschen Regen kommen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht bleibe ich ja vom Regen verschont. Muss ich dann sehen. In Bullenhausen sind wir jetzt. Ja, Spargel. Ich denke mal 2, 3 Wochen. Dann wird es wieder welchen geben. Ich bin jetzt ungefähr 8 Kilometer gefahren. Bin hier noch in Bullenhausen und komme gleich nach Ober. Die Elbe fließt hier ungefähr 100 Meter links von mir, aber wir bekommen sie nicht zu Gesicht. Also wir haben hier bis Hoopte haben wir hier noch diesen Elbdeich links von uns. Und da sind wir in Ober. Ein schöner Magnolienbaum hier. Ja, hier rechts die Seewe, die mündet hier links von mir in die Elbe. Ich habe also einige Ein- und Zweitagestouren geplant, die ich dieses Frühjahr und diesen Sommer radeln möchte. Ja, aber das mache ich dann, wenn das Wetter auch schöner ist. Weil ich finde es zu schade, in solche einmaligen Touren, die man dann macht, bei schlechtem Wetter zu fahren. Gut, wenn es eine Radreise ist, die lange geplant ist und die über 2 Wochen geht, dann lässt sich es nicht vermeiden. Aber wenn es so ist wie heute hier, dann mache ich solch eine Tour nicht, dann geht es dann eben vor der Haustür eben ein Stück entlang. Gefahren bis jetzt 14 Kilometer. Und ich bin hier in Fliegenberg. Es beginnt jetzt hier leicht zu tröpfeln. Wenn es so bleibt wie jetzt, ist auch okay. Ich bin jetzt hier in Hoopte, kurz vor der Elbfähre. Da hier rechts das Fischrestaurant Grube.
Und ich fahre noch kurz am Fährenlieger runter. Aber ich habe mich jetzt entschieden, die Fähre nicht zu nehmen. Ich werde dann anschließend die Elbe weiter hochfahren, bis kurz vor Geesthacht. Ja, hier rechts die Ilmenau-Mündung. Und hier geradezu ist die Elbfähre. Ja, ich drehe mal eine kleine Runde hier und dann geht's weiter. Ja, da hinten auf der anderen Elbseite das Haus, das ist ein Zollenspieker. Und es geht jetzt hier weiter. Hier geradeaus geht es nach Winsen weiter, aber für mich geht es jetzt hier nach links in Richtung Marschacht. Hier unter uns nochmal die Ilmenau. Es gibt ja auch einen Ilmenau-Radweg. Den bin ich letztes Jahr im Juni gefahren. Da gibt es auch zwei Videos von. Ja, und jetzt kommt man ein Stück mit freiem Blick auf die Elbe. In Lassrönne bin ich jetzt. Ja, es ist hier so ein bisschen ungemütlich geworden. Der Regen etwas stärker. Der Wind von der Seite jetzt. So, die Uferstraße verlassen wir jetzt und es geht jetzt hier weiter auf dem Radweg entlang. Und ab jetzt geht es wieder hinterm Deich entlang. Also erstmal keinen Elbblick mehr. Hier rechts von mir ist jetzt Drage. Ja, einmal im Jahr gibt es hier so eine Veranstaltung, die dann die Feuerwehr hier ausrichtet. Die genaue Bezeichnung muss ich jetzt raten. Ich glaube, die Elbe brennt oder so. Ich kann es ja noch mal recherchieren und euch einblenden. Ja, das hier alles voller Leute. Der Platz hier zur Rechten ist dann vollgeparkt. Und hier links hinterm Deich gibt es dann ein Feuerwerk und Pyroshow. Der Regen hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich habe jetzt so leichten seitlichen Rückenwind. Ja, es rollt. Ich bin jetzt hier in Stowe. Es gibt hier zwei Campingplätze. Einmal den Stower Strand International. Der ist hier rechts von mir. Das ist auch der größere der beiden Plätze. Hier sind auch sehr viele Dauercamper. Und dann ein Stück weiter vorne, ungefähr 500 Meter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der genau heißt. Ich glaube Elbstrand. Aber das sage ich euch, wenn ich schon vorne bin. Da steht es, glaube ich, dran. Ja, und auf dem Platz da vorne war ich schon mal gewesen. Bei einer Übernachtungstour. Und den kann ich dann gut empfehlen. Der hier rechts von mir, der International, kann ich jetzt nichts zu sagen. Den kenne ich nur von diversen Stops, wo ich dann mal was zu essen mal geholt habe oder so. Ja, hier rechts und links ist dann der zweite Campingplatz. Hier rechts ist die Rezeption und ein Kiosk und der heißt Campingland. Gut. Es gibt ja auch zwei Zeltwiesen, einen das hier so rechts hinter dem Gebäude. Und die reizvollere, die ist hier links hinterm Deich, mit Blick auf die Elbe. Also sehr empfehlenswert. Ja, der Regen hat jetzt fast aufgehört. Wir fahren bis jetzt 29 Kilometer. Und in etwa 3 Kilometer kommt dann die Elbbrücke bei Geesthacht. Und da geht es dann über die Elbe rüber.
Ich habe jetzt mal den Elbe-Radweg verlassen, bin hier an der Straße. Der Grund war hier der Hofladen. Habe mir noch ein paar Eier und Kartoffeln gekauft. Und jetzt geht es hier noch ein Stück weiter bis zur Elbbrücke. Rönne. Und Rönne gehört zur Gemeinde Marschacht. Und da vorne kann man schon die Elbbrücke sehen. Das geht jetzt unter der Elbbrücke durch und dann geht es hier links hoch. Und ich bin jetzt hier auf der Elbbrücke. Ja, hier ist reger Osterverkehr. Meistens sind die Autobahnen bei Hamburg dicht und dann weichen hier viele auf die Elbbrücke hier aus. Ja, die Elbbrücke, die ist hier, die Elbe, die ist hier zweigeteilt. Also hier voraus ist es dann eine Elbinsel. Ja, die Elbe ist hier auch Grenze zwischen Niedersachsen, wo ich jetzt eben war, und Schleswig-Holstein. Und wir kommen jetzt nach Schleswig-Holstein. Das wird aber nur eine kurze Episode hier sein in Schleswig-Holstein. Denn kurz hinter der Elbbrücke, oder hinter der zweiten Elbbrücke muss ich sagen, da kommt jetzt gleich noch eine, erreichen wir wieder Hamburger Gebiet. Und hier ist dann der zweite Seitenarm der Elbe. Und dieser wird hier von den Schiffen genutzt. Denn hier befindet sich eine Schleuse. Der andere Arm ist mit Schiff oder Boot nicht zu passieren, weil dort ein Wehr ist. Ja, hinter mir die Elbbrücke, wo ich eben rübergefahren bin. Und es geht jetzt hier unten weiter an der Elbstraße entlang. Ein schöner Ausblick hier. Und wir sind in Hamburg wieder. Wir fahren bis jetzt 36 Kilometer. Ich werde jetzt gleich eine Pause machen. Ja, und hier ist dann mein Pausenplatz hier rechts. Das ist dann so wie ein großer Balkon mit Elbblick. Dann nehme ich euch mal mit drauf hier. Ein wunderschöner Ausblick hier oben. Es gibt aber einen Wermutstropfen und das ist die Straße hier unten. Weil die ist nicht gerade schwach befahren. Ja, hinten raus befinden sich dann hier mal so Schautafeln. Hier geradezu ist das Naturschutzgebiet Borkhorster Elblandschaft. Und ich schwenke jetzt mal nach rechts. Dort im Hintergrund in diesem Waldgebiet sind die Besenhorster Sandberge. Und in diesem befand sich zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges eine Munitionsfabrik oder Sprengstofffabrik, genauer genommen. Und diese wurde damals auch, so viel ich weiß, bombardiert. Und da kann man heute noch die Ruinen davon sehen. Aber mit Fahrrad kommt man da, glaube ich, nicht so gut ran. Dann muss man erst auf Fuß hin. Vielleicht mache ich es mal. Dann nochmal der Bixer Elbe hier. Hier kann man nochmal sehen, dass die Elbe hier bei Geesthacht zweigeteilt ist. Hier im Vordergrund die Landzunge von dieser Elbinsel. Ja, das war jetzt hier meine Pause auf dem Balkon hier bei Geesthacht. Und es geht jetzt weiter über Altengamme in Richtung Bergedorf. Ja, nochmal der Blick hier aufs Naturschutzgebiet aus der anderen Richtung. Und es geht jetzt hier weiter Richtung Bergedorf. Es geht jetzt hier durch die Marschlandschaft. Eine schöne, ruhig befahrene, leicht geschwungene Straße hier.
Ja, es ist jetzt ein bisschen freundlicher geworden. Mit Sonnenschein wird es dann trotzdem nichts mehr werden heute. Glaube ich nicht. Aber wenn es so bleibt wie jetzt, bin ich auch schon zufrieden. Sometimes we act like a fool. Not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool. Not being givers, only takers. Unter mir die A25 hier. Das ist die Autobahn von Hamburg nach Geesthacht. Hier ist eine alte Bahnstrecke, die führt von Geesthacht nach Bergedorf. Wurde eigentlich nicht mehr befahren. Hier finden nur noch gelegentlich Traditionsfahrten statt. Also höchst selten, dass hier bei einer Eisenbahn vorbeikommt. Aber ich habe vorhin auf dem Aussichtspunkt eine Lokomotive pfeifen hören. Kann sein, dass sie jetzt über Ostern mal wieder fahren. Was ich nicht verstehe, hier kommen wirklich kaum Züge vorbei. Muss dann diese Schikanen noch einbauen hier. Warum? Für 10 Züge im Jahr. Naja, gut. Jammern auf hohem Niveau. Ich war ja schon vorne an der B5. Die ist ungefähr so 200 Meter von hier auf der rechten Seite. Parallel verläuft die jetzt. Ja, dann dachte ich mir, guck mal, ob hier noch irgendwie eine Querstraße lang führt. Und das macht es. Hier ist der Bruckdeich. Ja, der geht jetzt hier so parallel zur Bahnlinie. Am Wasser entlang. Ist so wesentlich angenehmer als die B5. Offenbar gibt es Pläne oder Überlegungen, die Bahnstrecke hier nach Geesthacht nochmal zu reaktivieren. Weil auf den Grundstücken hier links habe ich jetzt schon 3 Protestbanner gesehen, die natürlich gegen eine Reaktivierung sind. Ich bin jetzt hier am Rande von Bergedorf gefahren, bis jetzt 45 Kilometer. Hier rechts ist der Frascati-Platz in Bergedorf. Das ist ein Veranstaltungsplatz. Ja, auf diesem sind dann, so wie jetzt hier, mal ein Zirkus, mal ein Rummel, Oktoberfest und ähnliche Feiern. Das Zentrum von Bergedorf umfahre ich jetzt ein bisschen. Also das Zentrum wäre jetzt hier rechts von mir. Ungefähr 500 Meter. Ja, ich bleibe jetzt hier auf dem Sanderdamm. Ja, das Zentrum habe ich jetzt am Fahren und jetzt hier beim Obi-Markt. Bin ich links abgebogen auf die Côte à Körber-Chaussee. Ja, hier ist die Bahnstrecke von Hamburg Hauptbahnhof nach Bergedorf und dann im weiteren Verlauf nach Berlin. Und für mich geht es jetzt hier rüber auf diesen Radweg hier. Und der geht jetzt bis Hamburg-Moorfleet. Mal gucken, ob ich ihn jetzt durchfahre oder ob ich vielleicht vorher schon irgendwo abbiege und woanders lang fahre. Schauen wir mal. Ja, ein schöner Radweg hier hinter Bergedorf in Richtung Hamburg. Es geht jetzt hier immer weiter an der Bahn entlang parallel. Und hinter der Bahn ist dann das Wohngebiet Hamburg aller Möhe. Ja, links von mir der S-Bahnhof Hamburg aller Möhe. Ich hatte kurz überlegt, jetzt hier rechts abzubiegen. Auf dem mittleren Landweg. Mache ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt geradeaus weiter. Richtung Moorfleet.
Es sind noch ungefähr 3 Kilometer. Ja, es gibt viele Möglichkeiten hier. Ich hätte jetzt hier rechts fahren können Richtung Bille oder nach links Richtung Eichbaumsee. Aber hier bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Also nehme ich mal den Weg heute wieder hier. Hier rechts von mir ist die JVA in Hamburg-Morfleet. Ja, und die wurde hier scheinbar erweitert. Und hier links kann man den Kombi-Bahnhof sehen, Hamburg-Morfleet. Hier werden dann LKW-Trailer verladen für die Kombiverkehre. Ja, das hier rechts ist die JVA Billwerder, nicht Morfleet, wie ich eben sagte. Ja, hier ist wieder reger Osterverkehr auf der A1. Ja, der Radweg war jetzt hier zu Ende gewesen. Ich bin jetzt nach rechts abgebogen und werde jetzt den, wie heißt denn der, unterer Landweg, glaube ich, den werde ich bis zur Roten Brücke fahren. Da geht es dann über die Bille und noch ein Stück entlang die Bille. Da war meine Vermutung richtig gewesen, das ist der untere Landweg hier. Ja, hier haben wir es, Rote Brücke. Und es geht hier über die Bille rüber. Und hier ist dann jetzt der Bille-Radweg. Wir sind jetzt übrigens auf dem grünen Ring auch. Der geht dann jetzt hier rechts ab in Richtung Billstedt. Aber wir fahren hier geradeaus in Richtung Hamburg-Horn. Ich bin noch auf dem Bille-Radweg hier. Der führt zwischen der Bille zu meiner Linken und der B5 zu meiner Rechten. Ja, gefahren bin ich bis jetzt nicht ganz 60 Kilometer und das Wetter scheint sich so ein bisschen zu stabilisieren. Temperatur, denke ich jetzt, dürften wir bis hin 11 Grad jetzt fast sein. Jetzt fahre ich hier ein kurzes Stück auf dem Ring 2, eine Ringstraße in Hamburg, wie es der Name sagt. Aber nicht weit bis zur Brücke davon. Und dann geht es rechts am Bülleufer entlang. Und da sind wir schon. Ja, aber direkt am Ufer entlang fahren wir jetzt auch nicht. Sondern es geht jetzt hier durch eine Kleingartenanlage. Und zwischen dem Weg und der Bille liegen dann eben noch Kleingärten. Hier links. Hier rechts von mir war mal ein Freibad, das Freibad Aschberge. Und auf diesen gab es ja noch einen kleinen Hügel und in diesen Hügel war eine Wasserrutsche integriert. Das war die längste Wasserrutsche in Hamburg. Ja, wurde geschlossen und im wahrsten Sinne des Wortes, wie man sieht, platt gemacht. Das war kein Hügel mehr auszumachen. Was da jetzt hingebaut wird, keine Ahnung. Ja, vorhin war es die Rote Brücke und jetzt haben wir hier die Braune Brücke und unter uns die Bille. Ja, ihr seht es vielleicht schon, bei der Roten Brücke war es Brückengeländer rot und hier war es, Überraschung, braun, oder ist es braun? Ja, hier ist der Stadtteil Rothenburgsort und links von mir der gleichnamige S-Bahnhof. Und durch Rothenburgsort bin ich jetzt fast durch. Und jetzt geht es hier rein in den Entenwerder Park.
Und kaum bin ich in den Entenwerder Park eingebogen, machte der Akku schon schlapp. Ja, es ist normal, wenn die Temperaturen ein bisschen niedriger sind, dann zeigt er noch, weiß ich, 30% oder so an. Und bricht dann aber die Aufnahme ab, weil der Akku schon zu leer ist. Ja, Wechselbahn ist gut. Da hier links der Entenwerder Park. Ich fahre hier auf dieser Fahrradstraße. Und es geht jetzt in Richtung Elbbrücken. Geradezu sieht man den Elbtower. Naja, der Elbtower ist es ja noch nicht. Besser das, was es mal werden soll. Ja, ich sagte ja schon mal in einem früheren Video, der Investor ist insolvent gegangen. Und seitdem steht der Bau hier. Ja, geradezu die neuen Elbbrücken. Da geht es dann erstmal unten durch. Und dann rauf und rüber auf die andere Elbseite. Und es geht jetzt über die Norderelbe. Und dort links über die Kreuzung rüber ist die Ballinstadt mit dem Auswanderermuseum. Es geht hier hinter dem S-Bahnhof Vettel, geht hier diese Fahrradstraße entlang. Sehr schön zu fahren. Ja, gefahren bin ich bis jetzt 69 Kilometer. Und wir sind hier auf dem Grünen Ring. Wir verlassen den Grünen Ring, oder er verlässt uns, besser gesagt. Der Grüne Ring geht jetzt hier oben drüber, über die Brücke. Ja, kleine Planänderung. Der direkte Weg nach Harburg wäre jetzt hier geradeaus auf der Fahrradstraße. Aber ich mache jetzt hier mal einen Abstecher nach Wilhelmsburg rein. Ja, diese ging von Wilhelmsburg hier in typischer Multikulti-Bezirk. Aber hier rechts ist der Stäubenplatz. Hier ist immer großer Markt. Und dann geht es jetzt ein Stück die Feringstraße hoch. Und nur ein kurzes Stück, dann werde ich sie verlassen. Und weiter vorne kommen wir wieder drauf. Und für mich geht es hier rechts rum. Jetzt geht es hier gleich ein Stück am Wasser entlang. Zuerst über diesen Steg hier. Und hinter dem Steg geht es hier am Wasser entlang, auf einem Weg. Ja, ich fahre hier immer wieder gerne entlang. Den Kanal habe ich jetzt verlassen. Ich bin jetzt hier wieder auf der Feringstraße, wo wir vorhin schon waren, kurz. Aber da bin ich jetzt auch wieder nur ganz kurz. Und dann geht es auch vorne rechts weg. Und da sind wir wieder am Kanal. Einmal drüber. Und dann nach der Brücke gleich nach links. Jetzt bin ich hier im Bürgerpark Wilhelmsburg, wo einst mal die Bundesgartenschau war. Oder internationale Gartenausstellung war es, glaube ich. Nicht die Bundesgartenschau. Ja,
alles schön frühlingshaft hier angepflanzt. Aber jetzt ist zunehmend, fühlt sich auch die Tour an wie Frühling. Der Regen ist vorbei. Gut, so viel war es ja nicht vorhin. Aber es ist dann auch jetzt ein bisschen milder geworden. Und die Vöglein zwitschern. Ja, jetzt noch 5 Kilometer bis nach Hause. Ich komme jetzt so langsam auf die Ziege rein. Schön war's. Wer meine Videos kennt, dem wird dieser Anblick jetzt hier nicht fremd sein. Bei vielen Radtouren, die ich hier vor der Haustür mache, komme ich kurz vor zu Hause über die Brücke hier rüber. Immer wieder schön. Ja, das war jetzt meine Tagestour für heute. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Tour jetzt hier nennen soll. Weil es war jetzt meine Trainingsrunde, auf die ich sonst keine Kamera mitnehme. Aber es liegt daran, dass ich heute eigentlich was anderes geplant habe. Bei schönerem Wetter, aber gut, die ursprünglichen Aussichten haben sich geändert. Und so wurde es eine Trainingsrunde vor der Haustür. Ja, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem so ein paar schöne Einblicke mal bieten. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht zu fahren heute. Ja, wir haben heute Karfreitag. Morgen und übermorgen sind die Prognosen besser. Da werde ich dann aber auch spontan entscheiden, was ich auch für Touren mache. Aber Touren möchte ich machen, auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, was das wird. Denn ja, bis nach Hause jetzt noch ungefähr 2 Kilometer. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über einen Daumen hoch von euch, wenn es euch gefallen hat. Wer es noch nicht hat, ein Abo, freue ich mich auch drüber. Und ich freue mich auch über einen Kommentar von euch. Ja, dann sage ich mal, also nochmal schön, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.